Moin Moin, Miro hier. Ich habe mir eine Kleinigkeit ausgedacht. Der Jahreswechsel steht kurz bevor. Wir sind mit dem Jahr 2016 so gut wie fertig. Und was liegt da näher, als nochmal eine kleine Tech-Runde zu starten? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir haben schon viele Tech-Runden, die gerade am Laufen sind. Lieblingsmesser, Lieblingsstähle, Lieblings-irgendwas. Der Prana, der Fred, hat in seinem aktuellen Giveaway gefragt, welche Messer wir am häufigsten benutzt haben. Ich habe aber eine kleine andere Frage. Und zwar, welches Messer ist für euch das Messer 2016? Oh, so ist schöner. So, welches ist das Messer 2016 für euch? Ursprünglich wollte ich sagen, welches Messer habt ihr, was ihr 2016 euch besorgt habt, am liebsten, ja, also was ist für euch das Highlight des Jahres? So, mein Problem, mein Highlight des Jahres habe ich verkauft. Ich musste mir was finanzieren und musste es wieder gehen. Ich spreche von dem WeKnife 604 mit diesen coolen Dragon Scales. Habe ich ja auch ein Review zu gemacht. Den packe ich euch mal in die Videobeschreibung. Das war eigentlich wirklich so rein optisch mein Highlight 2016. Richtig, richtig toll fand ich auch das Kaiser Gemini oder Gemini. Auch 2016 gekauft. Ein absolutes Highlight. Ja, genial, tolle Sache, aber auch verkauft. So, von meinen Highlights, die ich dieses Jahr mir besorgt habe, habe ich eigentlich nur noch hier das MS One von Michael Sieber. Es wird auch noch für den Rest des Jahres bleiben. Allerdings weiß ich leider schon jetzt, dass ich es ebenfalls verkaufen werde. Hat eine tolle Performance, ist mal optisch wirklich was anderes. Ein schickes Teil. Ein schöner Gentleman-Folder mit einem feinen Anschliff. Momentan noch ein bisschen Pappe dran. Ich bin gerade dabei, das Messer zu testen für mein Review. Ja. Teilweise handgemacht, was ganz Besonderes. Ja, warum ist es nicht das Messer 2016? Ganz einfach, und das nehme ich mal kurz meinem Review vorweg, es hat keinen Pocket Clip. Ich dachte, ich käme damit klar und ich bräuchte das nicht unbedingt für einen Gentleman Folder, aber ich komme einfach nicht drüber hinweg und deshalb wird es auch wieder gehen. So, das heißt, das Sieber ist vom Tisch. Und plötzlich habe ich nichts mehr auf dem Tisch liegen, was ich mir im Jahr 2016 gekauft habe. Oh. So, dementsprechend, bitte macht mir entweder ein Video über ein Messer, das ihr euch 2016 besorgt habt. Ihr müsst es nicht mehr besitzen. Das für euch wirklich das Highlight eurer Neukäufe, Neuzugänge war. Oder aber, wenn ihr so da sitzt wie ich und ihr habt eigentlich gar kein Highlight 2016 mehr auf dem Tisch, dann zeigt mir doch mal, welches Messer aus dem Vorjahr ihr jetzt wieder immer dabei habt, immer wieder bespielt, richtig wertschätzt. Also welches Messer vielleicht euer Highlight geworden ist. So, und hier sehen wir meine drei meistbenutzten Taschenmesser. Ja, mehr dazu in meiner VA für den Fred. Und nein, das Benchmade ist nicht mein Highlight. Nein, das Spyderco UK PK ist auch nicht mein Highlight. Beides super tolle Messer, perfekt für meine Hand von der Größe. Mein Highlight 2016 ist das Böker City Tool 1. Warum? Es macht niemandem Angst. Ja, kein besonders aggressives Äußeres. Es ist ein richtig schöner, funktioneller, toller Hohlschliff drauf. Schmale Klinge, also es schneidet einfach verdammt gut. Es hat einen sehr universalen Griff. Es hat diesen Glasbrecher hier unten dran. Gut, den habe ich nicht benutzt. Es hat einen gut funktionierenden Clip und es liegt mir einfach gut in der Hand und ich habe es gerne in der Hosentasche, wenig Gewicht. Klar, das haben wir hier beides auch. Das UKPK ist sogar noch 42A-konform. Aber das City Tool ist bei mir am meisten in der Hosentasche gelandet. Und das, nachdem ich das eine ganze Weile lang eigentlich gar nicht mehr benutzt hatte. 2015 besorgt,
beim Dirk Wanger, Messer und Co., monatelang ungefähr mit mir rumgetragen, getestet und dann war es erstmal wieder in der Schublade. Und dann 2016, nach ein paar Monaten, habe ich es rausgeholt, mal für den Urlaub mitgenommen und seitdem verlässt mich dieses Messer nur noch wirklich selten und dementsprechend ist es für mich absolut das Highlight 2015, 2016 in meinem Fall. Quasi ein Doppeljahr. Ja, und ich würde gerne wissen, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr ein Highlight überhaupt? Und wenn ja, ist es jetzt wirklich von diesem Jahr Neuzugang? Ist es vielleicht sogar ein Modell, das dieses Jahr erst rauskam? Oder ist es, wie bei mir, das Zeug vom letzten Jahr? So, das war's von mir. Grüße aus dem Norden.